Ich begrüße heute Hans-Jörg Beetz, den Zweitplatzierten von The Taste 2017 und den Gewinner der Winterstaffel 2018. Er wird heute für euch ein neues Red Kilau Rezept kochen und damit wünsche ich euch viel Spaß. Hallo zusammen, wir sind heute im Das Hiller, wie das Villa in Kassel auf der Wilhelmshöhe. Eine super, super schöne Location. Danke für die Einladung, dass wir hier kommen dürfen bei euch. Ein nostalgischer Herd, leider nicht mehr angeschlossen. Also man könnte noch, wir haben von der Chefin erfahren, ein Rauchrohr anstecken und er wäre noch betriebstauglich. Also wenn man sich vorstellt, so haben wir mal gekocht. Heute gibt es die Induktion. Wir machen Spaghetti Carbonara mit Red Kilau vom Fisch. Funktioniert super, ist ein super schnelles Gericht wieder mal. Und jetzt für den beginnenden Sommer auf der Terrasse bei schönem Wetter, was gibt's mehr? So, wir starten auch gleich. Und zwar starten wir mit unserer Deko, weil wir brauchen von dem Parmaschinken ein paar Chips zum Anstecken oben als Deko. Und drum brutzeln wir uns den schon mal auf der Pfanne am Herd. Öl zugeben, nur ganz wenig. Und dann den Schinken. Pfanne einlegen. Von beiden Seiten kurz rösten. Nicht zu dunkel, aber kross. Unsere Speckchips für die Deko haben wir schon mal fertig. Weiter in der Vorbereitung ein paar schwarze Oliven. Die halbieren wir uns nur kurz. Eier, Sahne, etwas Salz und Pfeffer. Wir nehmen zwei Eier, eine Reibe, frischen Thymian, die Blätter gegen den Stiel ein bisschen abzupfen. Also ich finde Thymian ein super Gewürz, ich liebe Thymian, ich mag Rosmarin auch sehr gern, aber Thymian ist für mich so Allerweltsgewürz eigentlich. Die Stängel oder den Thymian können wir auch noch nehmen, machen wir in unsere Pfanne, wo wir unseren Speck gebraten haben. Dann zieht das Aroma noch ein bisschen aus dem Öl. So, jetzt haben wir hier unsere Ei-Käse-Mischung. Mal leicht verkleppern. Und diese Masse geben wir dann über unsere gekochten Spaghettis einen Schuss Sahne. Obwohl in der ursprünglichen Carbonara in Italien eigentlich keine Sahne gehört. Aber die Sahne macht es ein bisschen cremiger und runder. So, Vollkornspaghetti. Kochen wir uns in einem gut gesättigten Salzwasser. Unsere Oliven rösten wir uns ganz kurz in der Pfanne an mit unserem Thymianzweigen. Während die Spaghettis kochen, schneiden wir uns unseren Red Kilau wie ein geschnetzeltes, dünn geschnitten, halb Zentimeter stark circa. Sieht man auch schön die Marmorierung vom Fisch, ganz toll. Den Fisch geben wir in eine Schale, können wir ganz leicht ein bisschen vorwürzen, zusammen mit den Oliven, ein paar Thymianzweige mit rein, eine Chili und zu unserem Kilau schneiden wir uns jetzt noch unseren Speck, nicht allzu dünne Streifen. Man muss jetzt beim Braten dann nur aufpassen. Wenn er jetzt Hitze abbekommt, dann entwickelt er ja Salz, oder der Salzgehalt des Specks nimmt sehr zu. Darum sind wir jetzt im Vorfeld mit Würzen sehr sparsam. Die Spaghetti haben ja im Salzwasser genug Salz mit aufgenommen und haben im Salzwasser ja gebadet und sie gekocht worden. Jetzt warten wir hier mit dem Salzen, das schmeckt man ab, weil der Käse gibt ja auch nochmal eine Würze. Also mit dem Salz etwas sparen. Pfeffern machen wir dann zum Schluss und den Rest machen wir jetzt hier im Ofen. Unsere Thymianstängel machen wir hier raus. Das Öl hat sich aromatisiert. Unsere Spaghetti sind auch soweit. Die dürfen ruhig etwas al dente sein. Auch noch ein kleiner Tipp. Nudeln, Spaghetti jeglicher Art nie abschrecken. Immer nur al dente kochen, durch Sieb gießen, ausbreiten. Eigentlich auch nicht abölen, weil die Spaghetti, wenn sie abgeschreckt wird mit dem kalten Wasser, wird der ganze Kleberanteil der Nudeln mit abgewaschen.
und somit binden sie auch nicht mehr. Und das wollen wir hier eigentlich erhalten und das ist auch der Hauptgeschmacksanteil. Jetzt machen wir hier unseren Fisch mit dem Speck in die Pfanne. Pfeffern. Lecker. Die Spaghetti gießen wir ab. Ich hebe jetzt ein bisschen von dem Wasser noch auf, falls wir noch was brauchen zum Binden. So, ein kurzer Schwenk. Dazu geben wir uns jetzt unsere Spaghettis. So, jetzt noch ein Tipp. Pfanne von der Hitze ziehen, weil der Pfannenboden ja auch die Wärme speichert und das Ei ja eigentlich bei 70 Grad zu stocken beginnt. Nochmal leicht verkleppern. Dann machen wir uns einen Schuss Prosecco dazu. Das Ganze leicht verrühren. Und schon geht's ans Anrichten. Schön in die Mitte des Tellers ein bisschen arrangieren. Unseren Fisch dazu, etwas Oliven. Noch etwas Käse drüber reiben. Etwas Deko. Bleiben wir wieder bei unserem Thymian. Und dann haben wir hier unsere Speckchips. Die können wir noch mit anstecken. Und fertig ist unser Gericht. Wenn euch das Gericht gefallen hat, kocht es gerne nach, gebt uns einen Like auf unserer Seite, würde uns freuen. Und wir freuen uns über Anregungen von euch. Danke, ciao. Hansjörg, vielen Dank für das tolle Rezept, den wunderschönen Teller. Es hat fantastisch ausgesehen. Schreibt ihr in den Kommentaren, wann ihr dieses Gericht zu welchem Anlass kochen würdet. Oder habt ihr Wünsche für die Zukunft? Dann kochen wir mit unseren Starköchen das nächste Rezept für euch. Abonniert diesen Kanal und bleibt immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf euch.